Hi, ich bin Vicky von MyJunior, Mama von zwei Kindern und im heutigen Ratgeber geht es um die Frage, was ziehe ich meinem Baby beim Spazierengehen an und wie schütze ich es vor Unterkühlung oder vor Überhitzung. Gerade jetzt, wo es wieder kühler ist, fragen sich viele Eltern, was soll ich meinem Baby bloß anziehen, wenn wir rausgehen. Ich war nie ein Fan von so dicken Schneeanzügen, gerade wenn die noch ganz, ganz klein sind. Das fand ich bei meinen Kindern immer total umständlich, denen das anzuziehen. Und oft war es dann auch am Ende zu warm für die Kinder. Deswegen empfehle ich euch, das Ganze im Zwiebelprinzip zu machen. Also zieht eurem Baby einen Langarmbody an, noch ein Strickjäckchen drüber, gegebenenfalls eine dünne Jacke und nehmt immer einen Fußsack mit. Damit seid ihr einfach am flexibelsten, dann müsst ihr eurem Kind nicht so viel anziehen, nicht so dicke Sachen, die es einengt und könnt es dann einfach mit dem Fußsack quasi zudecken. Und so wisst ihr dann, mein Baby ist warm genug und den Fußsack könnt ihr natürlich auch ein Stückchen aufmachen, wenn es dann doch zu warm ist. Da seid ihr einfach flexibel und könnt die Temperatur besser regulieren. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, woran erkenne ich denn, ob es meinem Baby zu warm oder zu kalt ist? Und das könnt ihr eigentlich ganz leicht auch unterwegs, wenn ihr mit dem Baby draußen spazieren seid, testen. Und zwar habt ihr hier, könnt ihr einfach, wichtig, auch immer eine Mütze anziehen. Das solltet ihr natürlich bedenken, immer mindestens ein dünnes Mützchen, damit auch keine Luft an die Ohren kommt und damit der Kopf nicht kalt wird. Aber ihr könnt dann auch in den Kinderwagen fassen und einfach mal zwei Finger hinten in den Nacken eures Babys halten. Wenn ihr dann merkt, das ist eine feuchte Wärme, dann ist eurem Kind auf jeden Fall zu warm. Oder wenn es schwitzt, das ist ja offensichtlich. Wenn ihr aber dann merkt, okay, das ist ziemlich kühl im Nacken, dann ist eurem Kind auf jeden Fall zu kalt und ihr müsst schauen, dass ihr es ein bisschen wärmer einpackt. Wenn die Temperatur angenehm ist, wenn sich das nach einer ganz normalen Temperatur anfühlt, nicht schwitzig ist, nicht zu kalt, dann ist die Temperatur optimal und euer Baby ist gut unterwegs und ihm ist nicht zu kalt und nicht zu warm. So, jetzt habt ihr ja gesehen, ich habe jetzt einfach das Baby aus dem Fußsack rausgenommen. Es kann ja immer mal sein beim Spazierengehen, auch wenn es richtig kalt wird, das Baby weint, ihr wollt es kurz rausnehmen, kurz beruhigen und ihr müsst es unterwegs kurz stillen. Dann ist das natürlich viel zu kalt, wenn wir draußen Minusgrade haben und das Baby jetzt wie in dem Fall nur ein Langarmbody und ein Strickjäckchen anhat. Mit dem Fußsack im Kinderwagen war das so warm genug, aber dann müsst ihr natürlich schauen, dass ihr das nicht einfach so rausnehmen könnt. Dann unterwegs in so einer Stresssituation eine Jacke anzuziehen, das kann auch ganz schön kompliziert werden. Deshalb empfehle ich euch, immer eine Decke dabei zu haben. Ich habe jetzt hier die MyCosi-Decke von uns dabei. Dann könnt ihr, während das Baby im Kinderwagen liegt, könnt ihr es kurz in die schöne warme Decke einwickeln und dann rausholen. Und dann gegebenenfalls stillen oder kurz beruhigen. Und so, das ist auf jeden Fall ein guter Tipp, weil unterwegs, gerade wenn das Baby weint, dann noch eine Jacke anzuziehen, das stresst nur alle beteiligten Personen. Deshalb nehmt euch eine Decke mit, wickelt das Baby da ein und dann könnt ihr es ganz leicht mitnehmen. Und mit unserem Lunar-Fußsack seid ihr da auch gut unterwegs, weil den könnt ihr auch, wenn ihr merkt, dem Baby ist ein bisschen zu warm, könnt ihr den ein bisschen aufmachen, dass ein bisschen mehr die Luft zirkuliert und seid dadurch einfach flexibler. Auf unserer Webseite könnt ihr euch nochmal anschauen, was wir empfehlen, was ihr eurem Baby bei welchen Temperaturen ungefähr anziehen solltet. Bedenkt aber immer, jedes Baby ist anders, da müsst ihr euch so ein bisschen reinfühlen. Und vergesst auch nicht, unseren YouTube-Kanal zu abonnieren.